Hüllmann. Du bist in der kommenden Saison sportlicher Leiter beim USC Paloma. Warum bist du denn genau der Richtige für den Job? Eigentlich, weil ich eine Menge Erfahrung habe, den Verein ganz gut kenne und viel Feuer in einen Verein reinbringen kann. Mhm. Du wirst für die Kaderzusammenstellung zuständig sein, unter anderem wahrscheinlich, oder? Was sind so deine genauen Aufgaben dann zukünftig? Ja, also momentan werde ich dafür zuständig sein, die Ligamannschaft wieder mit neu aufzustellen, aber nicht ich, sondern Carsten Gerda, ein ganz großer Teil von dieser Situation. Er ist der Manager da und er bleibt auch Manager, mit dem arbeite ich zusammen. Und eben Jürgen Böttcher und Dirk Radke, die im Hintergrund das alles mit organisieren. Also ich bin ein Teil von diesem Team, die das neue Team aufstellen wird. Und dann werde ich im Verein noch ein bisschen mehr machen. Zweite und dritte und die Zusammenarbeit mit der Jugend. Das ist geplant. Nur das geht jetzt nicht. Man muss jetzt erstmal den ersten Schritt machen. Und das ist der Liga-Fußball. Was war los in den letzten Jahren? Was glaubst du, wo wurden die größten Fehler gemacht in der Vergangenheit? Vielleicht auch nach diesem OZ-Pokalsieg? Ich finde einfach, dass in dem Verein vielleicht ein bisschen das Feuer ein bisschen zu weit runtergebrannt ist und man muss das wieder entfachen. Und das ist jetzt diese Situation, die man jetzt machen will. Ob die viel falsch gemacht haben oder nicht, es sind einfach zu viele Leute durchgelaufen in dieser kurzen Zeit. Zu viele Spieler, vielleicht auch Offizielle und so. Ja, man kennt dich aus dem Hamburger Amateurfußball. Du warst 3 Jahre Trainer in Niendorf, vom Niendorfer TSV in der Oberliga. Hast ja eine Auszeit genommen, November 2014 war das. Warum ist jetzt genau die richtige Zeit, wiederzukommen und diese Auszeit zu beenden? Ja, weil einfach Fußball immer ein Teil meines Lebens ist und auch bleibt. Und jetzt brauchte ich einfach diese ein bisschen mehr als 1,5 Jahre, um ein bisschen Luft zu holen, viel zu tun in der Firma. Ich bin nochmal Vater geworden, habe einen 2-jährigen Sohn, obwohl die anderen beiden auch schon ganz schön groß sind, die ich habe. Und diese Zeit wollte ich einfach nutzen. Aber ich merke auch, und meine Frau tritt mir auch ab und zu in den Hintern, dass sie, vielleicht rede ich auch ein bisschen zu viel zu Hause. Ich muss wieder was tun und ich muss auch mit diesem Ball so, den muss ich spüren und mit den Leuten. Der hat dir richtig gefehlt. Ja, ich tritt sowieso seit Jahren nicht mehr dagegen, aber ich möchte was damit zu tun haben. Aber du hast schon die 3 wichtigsten Dinge deines Lebens angesprochen. Den Fußball auf jeden Fall, deine Familie, du hast hier ein Foto mitgebracht und dann ist hier so eine Zange, was ist das genau, das hat mit dem Job zu tun? Ja, das ist eine Wasserpumpenzange, manche sagen auch Rohrzange dazu. Wäre für mich jetzt nicht sofort erkennbar, aber ja. Profi. Also ich habe einen ganz tollen Job, ne? Sanitär- und Heizungsmeister, mit einem Freund zusammen eine Firma und ich habe das Glück, dass das viel, viel Spaß macht und dadurch ist das auch richtig ein großer Teil meines Lebens. Hast du eigentlich viele Feinde in deinem Leben? Also Feinde will ich nicht sagen, aber ich habe bestimmt einige, die mich nicht mögen. Weil ich ein sehr, sehr direkter Mensch bin. Früher hattest du auf jeden Fall einen Feind. Jetzt gibt es eine kleine Überraschung, es gibt eine kleine Videobotschaft und da hören wir einmal rein. Ja, vom Erzfeind zum Co-Trainer. Das hat Frank wirklich gemacht. Ich war unter ihm Spieler bei VfL 93. Wir haben uns überhaupt nicht verstanden. Es war eine sehr, sehr schwierige Zeit für mich damals, aber so ist das manchmal im Fußball. Und Frank hatte dann einfach die Idee, zusammen mit Jürgen Domsalski, mich zum Co-Trainer zu machen und dafür bin ich ihm sehr dankbar. Daraus hat sich einer der besten und wichtigsten Freundschaften in meinem Leben entwickelt und ich möchte da nicht eine Sekunde dran missen. Ich vermisse ihn hier bei Niendorf sehr, das weiß er, aber ich wünsche ihm jetzt mit seiner neuen Aufgabe bei Paloma natürlich alles, alles Gute. Ja, Frank, einmal kurz durchatmen. Ja, dann. Das muss ich auf jeden Fall machen. Man sieht, es geht dir sehr, sehr nahe. Das war Ali Fahadi, aktueller Trainer beim Niendorfer TSV, hat schon gesagt, vom Erzfeind zum Assistenten, zum besten Freund auch. Er war damals dein Spieler bei VfL 93, wurde dann zu deinem Assistenten und ist schon eine ungewöhnliche Geschichte mit euch beiden. Ne? Also eine ganz ungewöhnliche Geschichte, ist auch ganz, ganz schwierig nachzuvollziehen, auch wenn ich jetzt ein bisschen weine, weil er ganz viele Sachen mitgemacht hat. Ich war mal ganz schwer krank und dann war da eine unheimlich große Hilfe. Aber bis es dazu gekommen ist, habe ich ihn mal als Spieler aussortiert, weil ich der Meinung war, er ist kein Oberligaspieler. Und er ist ja auch Südländer, hat auch so reagiert, wie ein Südländer reagiert. Aber ich war ihm nicht böse, weil in ihm steckt ganz viel drin. Ganz viel. Das hat man auch gemerkt und deswegen habe ich ihn gefragt, ob er nicht Trainer werden will. Und daran sieht man, was für ein toller Typ er ist. Er ist über so eine Brücke gesprungen und ist das denn geworden. Und er ist wirklich so ein wahnsinniger Freund von mir. Und
hat eben in diesen Jahren so viel mitgemacht mit meiner Krankheit, mit Familie und all sowas. Das kann man gar nicht auf den Fußball nur runter projizieren. Da ist viel, viel mehr drin. Wer werden dann Trainerwunschkandidat? Ihr seid ja in positiven Gesprächen, hört man ja. Ja, wir sind in sehr guten Gesprächen, müssen wir sagen. Also es wird der Trainer werden, kann ich auch sagen, wir haben uns 6 Kandidaten rausgesucht. Mhm. Es gehen ja auch viele nicht so offensiv damit um. 6 Kandidaten haben wir uns rausgesucht, weil wir uns, dieses Wort Profil ist vielleicht doof, aber wir haben uns gesagt, so muss der Trainer sein. Er muss, ist egal wie alt er ist, ob er 20 ist oder 60, sondern er muss sich mit dem Verein mitentwickeln können und er muss auch genau das haben, dass man das Gefühl hat, er lebt in diesem Verein denn mit. So einen Trainer wollen wir haben, der muss eine gute Idee vom Fußballspielen haben, vom Training, wie man sowas zusammenbaut. Und wer hat so in die letzte Runde geschafft, ins Finale? Einer. Und wann verkündet ihr ihn? Ja, also wir müssen jetzt nochmal mit den, natürlich auch mit Jürgen Böttger und Dirk Rathke sprechen. Das aber es steht schon fest. Nee, fest steht er noch nicht. Die müssen ja auch dieses Ganze einmal kurz abnicken. Wir haben eine Idee, wer das werden sollte. Mhm. Und das finale Gespräch muss man einfach nochmal machen. Ja, Frank, wir sind am Ende angekommen. Vielen, vielen Dank für diese offenen Worte, für dieses emotionale Interview, kann man ja auch fast schon sagen. Kein Gast bei IPTV geht mit leeren Händen nach Hause. Wir haben uns für dich was Besonderes ausgedacht und es passt auch sehr, sehr gut zu dir. Das Buch Wenn schon, dann richtig, den Halbgas können andere machen von Thomas Bendler ist ja fast schon dein Lebensmotto. Ja, vielen Dank. Viel Spaß damit, kannst du vielleicht den einen oder anderen Tipp dann auch holen und viel, viel Erfolg mit deiner neuen Aufgabe im USC Paloma. Ich bedanke mich bei dir. Dankeschön. Vielen Dank.